Guten Morgen, liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich am schwarzen Montag, Montag, 9. März. DAX über 1000 Punkte schon schwächer gewesen. Die Kursziele, die wir mal für die Corona-Krise ausgesprochen hatten, die für viele absolut teilweise lächerlich erschienen, sind jetzt Realität geworden. Ich weiß noch, wo wir im ersten Artikel auf Finanzen geschrieben haben, dass diese Corona-Krise DAX-Ziele und Korrekturen von 10.400 nahelegt. Das wäre eine 30% Korrektur und wir da auf sehr viel Kritik gestoßen sind, wie man sowas in so einem Bullmarkt behaupten kann. Jetzt sind wir da und die große Frage ist, einsteigen nun oder nicht? Wie sieht es aus? Also ich meine, Trend ist erstmal ganz klar auf der Abwärtsseite, aber das sind jetzt keine Märkte, die man nach dem Trendmodus handelt. Das sind Märkte, die muss man Momentum traden, da muss man ein bisschen schauen. Wer hier Trendfolge agiert, der muss wirklich tatsächlich auf Monthly oder Yearly Charts gehen und dann auch Monthly oder Yearly handeln. Das lässt sich nicht mit einem Future umsetzen. Das kann man mit einzelnen Aktienpositionen machen, aber sicherlich nicht mit einem Future. Wir haben 10.400 da unten. Das gilt für mich als erreicht, wenn der Markt das um 20, 30 Punkte verfehlt. Erstmal in der ersten Reaktion erreicht. Das ist ein wichtiges Level und nach oben sind jetzt die Widerstände eigentlich 10.800 bis 900, 11.200 und dann 11.400. Das sind so die nächsten Level, die nach oben auf den Markt wirken. Natürlich hängt es jetzt vom weiteren Verlauf ab, spitzt sich die Sache zu, kriegt man das Ganze eingedämmt, wie sieht es mit dem Gesundheitssystem aus, werden Schulen geschlossen, wenn Schulen geschlossen werden, müssen auch Eltern zu Hause bleiben, schließen Firmen ihre Sachen, also schließt Apple oder Facebook, werden Geschäfte geschlossen, all das sind wichtige Entscheidungssachen, die im Moment befürchtet werden, aber man weiß noch gar nicht tatsächlich, was dann passiert und wie es geht und davon wird auch der weitere Kursverlauf abhängig sein und es wäre jetzt wir haben jetzt diese 30% gemacht vom Top. Das ist erstmal so eine typische Korrektur. Und jetzt muss man tatsächlich ein bisschen den Verlauf sich anschauen. Wir schauen nochmal gerade das große Bild im DAX an. Ich beginne heute mal mit dem DAX, weil ich das hier drauf habe. 2016 hier das Tief, dann eben hier die Rallye zu dem All-Time-Highs, eine ABC-Korrektur, dann eine Rallye wieder an die All-Time-Highs, aber hier nicht signifikant nehmen können. Deswegen, ihr seht hier, ich habe das hier auch so übertitelt und jetzt hier unten in der Zielzone drin. Das ist allerdings Zielzone 1. Wenn es schlimm kommt, dann sehen wir, dann würde sich diese A-Welle hier auf gleich groß bzw. größer, die C-Welle würde größer werden und dann würde hier diese 8.753, das Low hier erreicht werden. Das ist nicht untypisch, weil wir dann hier sozusagen an das Tief von dieser letzten Aufwärtsbewegung nochmal dran gehen. Das heißt, die letzte Aufwärtsbewegung würde dann vollständig weggemacht werden. Das sind aber, muss ich sagen, das Kursziel 2 ist ein alternatives zu dem ersten, was wir hier hatten und das hängt jetzt wirklich vom weiteren Verlauf ab. Wir müssen jetzt genau schauen, was macht der Markt, wie geht er damit um und auch nochmal in der Panikreaktion, also wenn das heute weiter Panik kommt, dann kommen ja auch Margin-Verkäufe rein, Portfolio-Anpassungen oder sonst was, dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wir dieses zweite Kursziel innerhalb von ein, zwei Tagen, also diese Woche noch erreichen und dann die Sache sozusagen an der Börse abgefrühstückt ist. Es ist jetzt einmal eine Frage, wie viel Panik kommt rein. Ansonsten für uns jetzt wichtig, einfach Ruhe bewahren, die Level anzuschauen und eben von der Trading-Seite her bleiben wir vom Stil her folgendes. Wir traden long wie short. Das ist, man kann hier eben nicht nur auf dem Trendmarkt gehen. Man muss hier wirklich natürlich gucken, gibt es Reaction, gibt es hier Bewegung. Bevorzugt ist natürlich die Short-Seite. Wichtig ist aber, dass wir bei den Ideen immer enge Stops haben, also keine weiten Stops, auch eher kleinere Positionsgrößen und eher die Positionsgrößen verstärken, wenn es läuft, als dass wir hier mit einer großen starten und die dann wieder kleiner machen müssen. Das ist also die Trading-Idee, die dahinter steckt und wie wir es auch die letzten Tage ja auch am Freitag wieder erfolgreich machen konnten. So, jetzt gehen wir mal auf den US-Markt. Der ist im Moment Limit Down. Limit Down, das ist so eine Sache, die haben wir ganz häufig auf unseren Seminaren erklärt und viele Leute haben sich das gar nicht vorstellen können, dass es da auch möglich ist, dass die Börse einfach mal ausgesetzt wird und dass da gar nicht so viel passieren kann. Es gibt diese sogenannten Circuit Breaker, das sind die automatischen Unterbrechungen und das seht ihr hier, da wo der Markt wie so ein Strich ist, da sind wir minus 5% und das heißt, darunter darf nicht gehandelt werden im Moment. Das heißt, man kann zwar im Moment kaufen, aber nicht verkaufen und das ist eben genau die
die Problematik, wenn man jetzt Stopp irgendwo tiefer hat, geht das nicht. Und der Markt wird dann irgendwo eventuell heute Morgen reingappen, was dann nochmal deutlich tiefer sein kann. Das hängt davon ab, was die Amerikaner jetzt aus dieser ganzen Geschichte machen. Tendenziell, wenn wir uns den US-Markt angucken, auch hier mache ich jetzt hier erstmal einen großen Chart, Daily Chart. Und ihr seht auch hier, da sind wir auf den ersten Hochs aufgesetzt, das war vor ein paar Tagen, da gab es den kleinen Rebound. Und dann haben wir ja folgende Grafik gehabt, ihr erinnert euch. Wir hatten uns überlegt, hier gibt es hier eine ABC-Bewegung oder gibt es eine ultimative Crash-Bewegung. Hier sehen wir hier 30% Crash-Szenario hatten wir am Freitag. Jetzt hatte ich am Freitag schon gesagt, das Crash-Szenario ist zwar unwahrscheinlicher, aber die Auszahlungsquote ist höher. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, darauf zu setzen. Aber, und das muss ich jetzt auch dazu sagen, dadurch, dass wir jetzt hier unten unter diesen Lows sind, heißt das noch nicht, dass diese ABC-Verteilungsphase vorbei ist, weil so ein Überschießen, also so ein, wir nennen das überschießendes B, also wenn das hier, ich male es mal gerade ein, also wenn das hier ein A war, und wir heute überschießen und dann aber die Käufe reinkommen in den Markt, dann werden wir hier eine massive, krasse C-Welle als Rallye sehen. Das ist nicht auszuschließen, weil eben die Paniklevel auch relativ groß sind. Also das bitte auf dem Schirm haben. Und deswegen werden wir, wenn wir Short-Positionen haben, auch immer wieder eng stoppen. Und wenn wir merken, dass heute die Erholung ist, dann auch auf diese C-Welle gehen. Aber nicht von Anfang an auf diese C-Welle. Im Moment sind wir auch noch short, weil dieses Crash-Szenario ist ja intakt und wir können hier unten reingappen. Es können hier weitere Verkäufe kommen und unser Kursziel im S&P ist im Gegensatz zum DAX noch längst nicht erreicht. Also wenn wir das Kursziel uns im S&P angucken, dann haben wir ausgerufen immer die 2300. Das ist da unten, das wäre 30% Korrektur. Und da sehen wir, sind wir mal gerade in der Mitte. Wir sind hier auf einer dicken Unterstützung, das seht ihr auch hier. Das sind diese ganzen Highs, diese ganzen Lows, mega Unterstützung und ich erwarte ehrlich gesagt heute klare Kommentare seitens Politik und seitens Notenbanken, dass sie hier was tun werden, weil die werden garantiert jetzt schon zusammensitzen und beraten, wie sie das Ganze beruhigen können. Und Maßnahme der Bundesregierung dürfte sicherlich mal sein oder sinnvollerweise sein, den Soli, den man im halben Jahr ja sowieso abschaffen will, vorzeitig abzuziehen. Aber das wird nicht reichen, da müssen noch ein bisschen mehr kommen, ein paar Konjunkturpakete. Und ich denke auch, dass es in den USA so ähnliche Sachen geben wird. Und auch, das wäre vielleicht dann auch neu in der Historie, wir haben eine Zinssenkung gehabt außerhalb der Reihe, also vor dem normalen Zinstermin. Und es kann sein, dass die Fed diese Woche, sollte die Panik hier weiter anhalten, einen weiteren Zinsschritt nimmt. Das heißt, dass wir nochmal einen halben Punkt sehen. Weil die Fed will ganz klar machen, dass sie vollkommen gewillt ist, hier gegenzugehen. Und wir haben das heute Morgen bei den T-Bonds gesehen. Das ist eine ganz krasse Bewegung, die bei den T-Bonds im Moment läuft. Ich bin zwar im Moment, seht ihr hier, die T-Bonds short, weil ich auf eine Reaction gehe. Sie sehen aber hier, wollen wir auch wieder eindecken. Aber schauen wir uns das mal zu Freitag an. 180 die Bonds und wir sind 10 Punkte, 10 ganze Punkte in den Bonds nach oben gegangen. Ich meine, das ist historisch gesehen mega krass. Und dadurch, dass wir hier auf dem Daily Chart agieren, dadurch, dass wir auf den All-Time High sind, ich zeige es jetzt mal gerade auf dem Daily Chart hier, kann man vielleicht dann auch, wenn die Bewegung hier reinigt, da sieht man hier nach dieser Konsolidierungsrange die Panik, die jetzt hier drin ist. Ja? Und da haben wir natürlich jetzt massive Level erreicht, auch bei den deutschen Zinsen im Negativzinsbereich nochmal weiter nach unten gegangen. Das ist Panik pur. Aber wir wissen auch, dass diese Panikbewegungen häufig nicht nachhaltig sind. Ne? Und deshalb ich jetzt auch zum Beispiel gerade eben auf eine kleine Reaction gegangen, im Live-Trading-Room und da gucken wir mal, was daraus wird. Einfach das ein bisschen Beruhigung von der Panik hier sehen. So, aber nochmal zurück zum Aktienmarkt. Also wie gesagt, wir haben dieses Crash-Szenario, aber wir haben die Verteilungsphase noch nicht vom Tisch. Wir sind immer noch auf der wichtigen Unterstützung und es kann hier heute nochmal diese Gegenbewegung geben. Dann würden wir eine relativ krasse C-Welle sehen, Richtung 3.1, 3.2. Die wäre wahrscheinlich auch angefeuert durch Maßnahmen, die von Notenbanken kommen oder Käufen. Nur lassen wir uns nicht drüber hinwegtäuschen. Auch wenn hier eine Rallye-Phase ist, ist das Problem mit dem Corona noch längst nicht gelöst und die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die sind, was viele immer noch nicht verstanden haben, real. Das ist keine Fantasie, das ist real, was dort passiert. Und das heißt, wir werden
im zweiten Quartal definitiv Gewinnwarnungen sehen. Und wir werden in diesem Luftballon, der sich so aufgepumpt hat, endlich Konsequenzen sehen und Bereinigungen sehen. Und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass der US-Aktienmarkt historisch gesehen einfach sehr, sehr teuer ist. Und diese ganze FOMO-Rally, also Fear of Missing It Out seit 2019, wo man hier wild gekauft hat, wir gehen immer noch davon aus, dass die, egal ob das Corona heißt oder irgendwie eine andere Krise, dass die hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit korrigiert wird. Ja, gehen wir mal auf den Euro. Ja, ihr seht ja natürlich, das bei den Zinssenkungen, die in den USA sind, bei dem Panik im T-Bond, ist das natürlich genau die Bewegung, die wir hier sehen. Und wir sehen hier, der Euro hat noch ein bisschen Platz hier oben in diese Stoppzone 1,16 hinein, aber er ist jetzt auch schon an den wichtigen Widerstandsleveln. Hier ist es so, Trend ist aufwärts, logischerweise. Wir hatten hier einige ATR-Tage. Wir haben jetzt hier auch ein hohes Rückschlagpotenzial. Also das sage ich direkt dazu. Wenn man hier tradet, trendmäßig kann man das machen, aber ich würde immer enge Stops nehmen. Ein weiter Stopp bringt hier gar nichts, nach dem Motto, ich gehe auf Nummer sicher. Lieber ein enger Stopp und schnell raus und dann nochmal ein Re-Entry als ein weiter Stopp. Denn wenn hier eine Beruhigung reinkommt in die Märkte, gerade auch in die Bonds, dann wird es auch relativ deutlich mal zurückgehen. Und dann denke ich, sehen wir den Euro hier auf diesen Reaction-Highs hier. Im Moment natürlich noch aufwärts, aber ein bisschen der Dampf ist raus. Ja, und Bund-Future 1,56 Punkte nach oben. Wir haben hier gestern schon heute Nacht schon mit dem Gap eröffnet, sehen wir hier. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Spike hoch heute gemacht. Wenn wir uns das Ganze auf dem Daily Chart anschauen, dann ist es tatsächlich so, die Zinsen sind auf dem All-Time Low. Und wir haben hier auch ähnlich wie bei den T-Bonds die Möglichkeit für eine kleine Reaktion. Die Reaktionen dürften aber immer noch Möglichkeiten zum Kaufen bieten. Hier 177,50, hier beim Gap Close spätestens. Das sind so Ideen, wo wir kaufen wollen. Kurzfristig werdet ihr mich aber heute durchaus auch Short gehen sehen, weil wir hier eben im ganz anderen Modus Strategien fahren. Wir sind hier heute nicht in einem, weder im antizyklischen Modus noch im Trendmodus, wir sind im Trading-Markt-Modus und da geht es einfach um Bewegung. Und da wird eine Übertreibung auch mal verkauft oder gekauft, je nachdem, ob die Übertreibung nach oben oder unten ist. Und wir versuchen natürlich hier auf ganz kleinen Zeiteinheiten zu handeln. Ja, wenn ihr, wie gesagt, langfristig überlegt, wir haben die ersten Reaction-Level erreicht, aber da muss man wirklich langfristig denken. Die zweite Reaction-Level liegt alle, das muss ich auch nochmal sagen, fast 1700 Punkte tiefer im DAX. Also das, ich würde da im langfristigen Bereich mir auf jeden Fall immer noch ein bisschen Cash halten, um auch eventuell bei tieferen Leveln noch zuschlagen zu können. Ich wünsche euch gute Trades, bis morgen, bye bye.